Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shogibonoki Daily. Hier gibt es deine Tagesdosis Angeberwissen. Ja. Sascha, der hier so rumtanzt, und ich haben euch heute wieder interessante Informationen mitgebracht. Ja, wir haben heute natürlich wieder ein Geburtstagskind am 26. August. Und dieses Geburtstagskind heißt Macaulay Culkin. Achso, Macaulay Culkin ist ja der... Der Kleine von Kevin Allein zu Hause. Genau, ja. Kevin Allein zu Hause, Richie Rich. Und ja, wie gesagt, 1980 geboren. Süß als Kind. Und je älter er geworden ist, Also... Aber wie gesagt, der Film Kevin Allein zu Hause und danach Kevin Allein in New York waren schon lustige Filme. Ja, deswegen heißen ja... Wann war das nochmal mit Kevin Allein zu Hause? Weißt du das? Kevin Allein zu Hause war 1990. Seit 1990. Das war ja gerade zur Wende sozusagen, oder zur Tag der Deutschen Einheit im Prinzip. Da wurden dann alle Kevin genannt. Ja, seit 19, also die 1990 hat geboren. Aber auch wahrscheinlich zu der Zeit mit Kevin Costner noch zu tun. Kann auch sein, ja. Ja, das kam auch noch dazu. Ne? Kevin allein zu Hause und Kevin Costner. Ach du Schreck, deswegen heißen sie alle Kevin. Ich kenne alleine schon 5 Kevins, glaube ich. Ja. Boah, ich sag dir. Naja, aber am 26. August 2005 erklärt der oberste Gerichtshof der Fidschi-Inseln das Verbot der Homosexualität für verfassungswidrig. Also die haben gesagt, Homosexualität ist okay. Ja. Damit, ne? Ja, ist klar. Aber auf den Fidschi-Inseln ist natürlich sehr, sehr wichtig. Fidschi. Ja. Kennst du Truman Show? Ja. Da will er doch immer nach Fidschi. Ja, Fidschi? Fidschi will er. Weil gesagt wird, dass seine Geliebte oder seine Flamme da irgendwie auf den Fidschis ist. Und das ist ganz weit weg. Und deswegen soll er ja nicht hin. Ja. Und wenn er von da runter will, dann passiert immer irgendwas, dass er nicht runter kann von der. Genau. Ja, Fidschi, deswegen egal. 26. August 1978. Als erster Deutscher startet der NVA-Offizier Sigmund Jähn in der Sojus 31 in den Weltraum. Das war ein Pionier des Ostens. Genau. Ja. Ja. Siegfried Jähn. Siegfried Jähn in der Sojus 31. Gibt es nicht auch einen Musiker, der so heißt? Felix Jähn? Wenn du das sagst. Der ist auch so in die Sterne und hat Musik gemacht. Also der ist so ein Star. Egal. Am 26. August, da ist auch ein Film in die Kinos gekommen, den fand ich Weltklasse geil. Ja? Ist aber nur in die deutschen Kinos gekommen. Vielleicht auch irgendwie Österreich und Schweiz, kann sein. Das ist auf jeden Fall ein deutscher Film. Bang, Boom, Bang. Ach, geil. Kennst du? Geil. Kennst du? Was sind die ersten Worte des Films? Die ersten Worte? Ja. Womit beginnt der Film? Ist... Der geil. Da geht es um den Mercedes. Ja. Ralf Richter. Genau. Ist der geil. Stimmt. Ja. Ralf Richter mitgespielt. Ach, dann nur die Größen mitgespielt, ja. Till Schweiger mitgespielt? Dieter Krebs. Nein. Till Schweiger hat den Fußballer gespielt. Ach, ja. Stimmt, Dieter Krebs war der Kampmann. Ja. Sein Sohn, der ehemalige Benny Beimer von der Lindenstraße. Stimmt. Ja. Semmelrogge, also alles was... Stimmt, der Semmelrogge hat ja den Typen... Ein geiler Film, ja. Ein geiler Film. Ja, ja. Bang Boom Bang, einer meiner Lieblingsfilme. Ja, Bang Boom Bang ist richtig gut. Ja. Stimmt, ja. Muss ich sagen. Auf jeden Fall. Vor allem, also, ich kann so viele Stellen zitieren von dem Film. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Der Pferd heißt Horst. Was? Ja, da geht es darum, das Geld nochmal zu verwetten und so weiter und so fort, ja. Und dann telefoniert er mit seinem Broker, ne, der Kek, ne, telefonieren so, ja. Ja, ich setze hier auf Horst. Wie der Jockey heißt Horst oder was? Nein, der Pferd heißt Horst. Wie der Pferd heißt Horst, das kann ja nichts werden. Ja? So. Ja. Und auch eingelocht. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Echte Gefühle, genau. Da, die haben noch im Keller. Schau's dir an. Ich bin der Geilste. Stimmt, da hat er selbst seine eigenen Pornos gedreht mit irgendeiner. Der Frankie. Der Frankie war das. Du siehst, ich liebe diesen Film. Eingelocht. Genau. 90 Minuten, echte Gefühle. Ja. 90, 60, 90. Das sind die Noten, weswegen du hier eingestellt wurdest. Warte zur. Ah, die Neidl. Nee, wie heißt sie? Die Blonde, die Azubine gespielt hat beim Kampfball. Ach, ich könnte jetzt stundenlang über den Film erzählen, wie ihr merkt. Ja? Merke ich gerade. Bang, Boom, Bang. Schaut euch den Film an, falls ihr ihn noch nicht kennt. Der ist richtig alles gut. Alles voll gespoilert jetzt hier. Holgi, alten Wemser. Was machst du hier? Ja, Wetter. Ja, ist ja gut heute. Und du? Ja, Rumänen. Was hier in Unna? Ja, also ich liebe diesen Film. Christian geht gar voll ab. Ja. Bang, Boom, Bang. Ja. Ich habe ein bisschen überzogen, Entschuldigung, aber das war's. Nee, ist ja, war auf jeden Fall, war super, Christian. Also, danke. Jederzeit gerne. Ja. Das war der 26. August.
Wir haben nicht geahnt, dass es so ausartet. Ne? Ich auch nicht. Aber morgen am 27. August sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Haust rein.